Tanz zurück mit einem neuen Video hier auf seinem Channel. Heute will ich euch einfach mal meine Wohnung zeigen. Angefangen von hier draußen. Wir haben hier unser Schuhregal, da stehen ein paar Schuhe drin. Sind jetzt ein paar mehr. Oben sind aber auch noch einige. Hier drüben, da wohnt meine Schwester. Und hier wohnen wir. Also kommt einfach mal mit. Ich zeige euch mal, wie das hoch ist. Das Licht ausgegangen. Zeige ich euch einfach mal. Hier unten ist unser Klaus. Der wohnt da. So Leute, das ist das gute Stübchen. Und das zeige ich euch mal. Also, wir sind hier gleich im Flur, haben wir ein paar Jacken, wie es bei jedem anderen auch ist. Hier allerdings muss ich euch sagen, wir hatten da vorher einen Schuhschrank zu stehen und Bilder an der Wand gehangen. Aber dadurch, dass wir Nachwuchs bekommen haben, haben wir unseren Kleiderschrank halt so mit offen, wie gesagt, alles reingemacht. Hier sind die ganzen Klamotten drin. Anders war es momentan nicht möglich. Dann gehen wir mal gleich hier rüber. Das ist das Kinderzimmer von der Elena. Die wird jetzt im Februar 3. Und meiner Tochter. Und dann haben wir hier ihr Spielzeug, ihr Kram, also was sie so braucht, liebt. Ihr Bettchen, wo sie drinnen überhaupt eigentlich gar nicht schläft. Die schläft nur bei uns im Zimmer, aber es ist ja jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir hier unser schönes Lichthaum. Ein bisschen Deko dran, ne? Sowas, was man halt kennt. Hier ist das Schlafzimmer, was ich euch leider jetzt nicht zeigen kann, weil die Kleine schon schläft. Da ist jetzt auch gerade die Frau drin, die sitzt mit dem Neugeborenen, mit der Josie, und deswegen funktioniert das jetzt gerade nicht. Aber ich zeige es euch einfach mal nochmal. So, dann kommen wir direkt ins Badezimmer, Leute. Badezimmer, ich muss immer dazu sagen, ist nichts Spektakuläres. Ich wohne da eigentlich ziemlich einfach und simpel. Also es ist nicht irgendwie was Überteuertes oder sonst irgendwas. Wir leben einfach so, wie wir es für richtig halten, und denke ich mal ganz in Ordnung. Ja, Waschbecken, muss ich euch zu sagen, ist ein Waschbecken, putzt jeder sich die Zähne richtig, das Gesicht. Hier habe ich zum Beispiel noch, falls ihr kennt, wie gesagt, so das schwarze Pulver, womit man seine Zähne weißer machen kann. Pakinos, wie gesagt, mein Haargel, was ich auch von Instagram habe. Amazon Echo, hier oben ist hier mein Parfüm. Hier habe ich zum Beispiel mein Lieblingsparfüm von allem, was ich habe. Das Boss, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich bin da, wie gesagt, nicht so extrem, dass ich da überheftig was mache. Das ist auf jeden Fall mein Parfüm. Mehr da, wie gesagt, hier habe ich so meine Ketten zu hängen. Eine Versagekette, so ein Müll. Ja, sonst ist hier eine Waschmaschine und Spielzeug von der Kleinen. Und ja, Dusche. Das war's. Badewanne. Das war's. Badezimmer, Leute. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Das können wir zumachen. Hier ist weiter der weitere Flur. Hier haben wir einen schönen großen Spiegel. Der Spiegel ist halt da, um natürlich sich anzuschauen. Ist natürlich eine feine Sache, ne? So, dann haben wir hier eine schöne große Fotowand. Wir haben natürlich ein bisschen weihnachtlich alles gemacht. So eine, also hier ist jetzt nicht wirklich viel, aber es ist auch der Flur, da wollen wir nicht so viel haben. Fotowand, wo wirklich von Familie, Freunde, Erinnerungen von den Kleinen, von unserer Berliner Zeit natürlich viel noch mit dabei ist. Das haben wir hier, dann haben wir hier noch so eine kleine Ecke. Die dafür irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt. Fotos von der Hochzeit von Freunden, die haben wir da aufgestellt. Wie gesagt, sonst hier unser Mode, da ist eigentlich nur Naschen drin, Leute. Da ist nur Naschen drin. Da ist nur Naschen drin in dem Schrank. Das ist brutal. Also richtige Naschkatzen. So, zu dem Raum muss ich euch sagen, zu dem zeige ich euch jetzt nicht. Das ist so mein kleiner Technikraum, wo ich alles mache, auch für YouTube. Und den werde ich ein anderes Mal zeigen. Jetzt kommt damit. Wie gesagt, hier ist die Küche. Hier haben wir es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Hier und. Hier habe ich mein Billardtisch, ist kein großer, wie gesagt, aber wenn man ein bisschen Lust hat, wie gesagt, wenn Leute kommen zu Besuch oder so, kann man ein bisschen Billard, was trinken, Billard spielen und so. Eine normale Küche, hier ist der Balkon, ist jetzt eh dunkel, kann ich euch nicht zeigen, wie gesagt, was Sache ist. So ein Zeit-Kühlschrank fand ich immer nice, habe ich mir geholt. Ja, sonst, wie gesagt, haben wir hier noch einen niceen Staubsauger zu stehen, das glaube ich, fast jeder schon hat. Der steht aber momentan noch hier, weil ich nicht weiß, wo ich ihn anhängen soll. So, das war die Küche. Also wirklich viel ist es nicht, was man jetzt hier so zeigen kann. Sonst kommt mal mit. So Leute, jetzt kommen wir zum Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist eigentlich für uns wirklich so eine Wohlfühloase. Da schön wie sehr viel. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen was für Weihnachten hier schon gemacht und so für die Kinder. Das ist halt immer so, wenn man Kinder hat, dann muss man natürlich auch ein bisschen dekorieren und hier und da. Also wir haben hier, wie gesagt, zu unserem Fernseher, gleichzeitig unser Riesenkamin. Ja, finde ich ganz cool, das Programm, das ist echt cool. Dann haben wir hier Kunstbaum, aus dem Grund, weil wir sind eh nicht so lange zu Hause. Wir fahren, wie gesagt, so bald nach Berlin und verbringen die Feiertage komplett in Berlin bei Verwandten, Familie. Und von daher aus haben wir das halt einfach nur so ein bisschen schick für die Kinder gemacht. Ja, also wie gesagt, zu der Fensterfront,
hier noch so ein kleiner Tisch gesetzt, so hier unsere schöne Couch, wo wir halt, wie gesagt, wirklich immer richtig schön rumgammeln. Also, oh, die ist so riesig und schön. Also, ist einer der besten Couchen, die ich je hatte. Also, wunderbar. Hier ein bisschen Deko noch. Sonst haben wir hier noch so einen Stuhl. Es ist echt wirklich ein geiler Chillstuhl. Hier haben wir noch einen Kalender für die Kinder. Eigentlich mehr oder weniger 3 Stück für die kleine Elena. Und der andere, der hat Geld bekommen. Die andere ist noch zu klein. Und sonst haben wir hier noch ein bisschen Familienfotos umzustehen. Und ein bisschen Schnickschnack, hier, dies, das, jenes. Also wirklich viel ist es nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall unser Wohnzimmer. Das ist eigentlich das, was ich euch schon zeigen wollte. Mehr haben wir eigentlich nicht, was das angeht. So, auf jeden Fall ist es so, hat man natürlich viel zu tun mit der Familie, gerade mit einem Neugeborenen, da hat man einfach nicht die Zeit. Jetzt habe ich ein bisschen nebenbei angefangen, Instagram zu machen, was auch gerade momentan sehr gut läuft. Instagram, YouTube läuft trotzdem irgendwie nebenbei. Also ich habe jetzt gesagt, in der letzten Zeit auch wieder 2000 Abonnenten, also über 2000 Abonnenten dazu bekommen. Ich bin jetzt schon über 12.000 Abonnenten. Das will ich von den Klicks. Ich habe jetzt auch in den letzten 7 Tagen schon wieder 500.000 Aufrufe bei YouTube. Also ich danke auf jeden Fall jedem, der mich da draußen supportet. Von Herzen, danke auf jeden Fall dafür. Wie ich schon immer gesagt habe, für manch einen sind 12.000 Abonnenten nicht viel. Für mich ist es einfach eine riesengroße Welt. Also ich muss echt sagen, ich habe damals mit Spaß angefangen und bin jetzt froh, dass ich da schon jetzt über die 10.000 bin. Jetzt habe ich schon 12.000 und ich möchte mal sehen, wie es halt einfach noch die nächste Zeit läuft. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein bisschen reinbuttern. Ich habe gesagt, so dass ich jetzt noch in der nächsten Zeit ein bisschen öfters online sein werde. Ich werde auch öfters mal Livestreams machen, gesetzt, also bei YouTube live da sein und ein paar Videos rausklatschen. Gesagt, und wenn es halt nur 5-Minuten-Videos sind, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass ich anwesend bin und dass ich da bin. Gesagt. Und dann schauen wir mal, was wir für ein Konzept. Ich habe gesagt, so, wir probieren 2020 ein gewisses Konzept endlich mal zu erstellen, dass ich kontinuierlich da bin. Und wenn es halt nur mit einem Video in der Woche ist, das sollte man hinkriegen mit der ganzen Zeit. Und das zu einem gewissen Tag, sagen wir mal Beispiel Donnerstags, dann kommt ein richtiges Video und das dann immer kontinuierlich jede Woche. Da muss ich immer noch mal schauen, wie ich das alles mache, weil ich habe ja immer schon gesagt, dass ich einfach irgendwie auch Leute suche, die mich da ein bisschen unterstützen oder die mit mir zusammen Videos machen wollen, was ich momentan immer noch nicht gefunden habe. Es ist immer sehr schwierig, da jemanden zu finden, der dann auch Lust hat, was Neues zu machen. Ich bin ja eigentlich für alles offen, sei es Pranks, finde ich jetzt so, ist schon so ausgelutscht, aber für andere Sachen, die man genauso, es gibt ja immer Sachen, ein YouTuber fängt was Neues an und tausende Menschen ziehen mit, wie gesagt, und sowas kann man natürlich auch machen. Und das will man natürlich jetzt auch ausprobieren. Deswegen habe ich gesagt, so, ich werde jetzt ein bisschen mehr am Ball bleiben, um auch natürlich euch etwas zurückzugeben. Weil es ist ja Quatsch, ihr abonniert mich und ich mache da nichts, das ist eigentlich blöd. Von daher, genug vom Gequatschen. Ich hoffe, euch hat es so gefallen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt damit ein bisschen was anfangen, wie gesagt, so wie ich lebe. So seht ihr auch mal, wie gesagt, was ich hier so habe oder zumindest wie ich lebe. Weil haben ist ja hier jetzt nicht viel, wie gesagt, so außer ganz normal wie bei anderen Menschen. Wie gesagt, so ist es jetzt hier nicht zu überteuert oder sonst was. Wir leben hier ganz normal. Und ich denke, das ist auch ganz normal, wenn man normal arbeiten geht und Familie hat, wie gesagt, mit 3 Kindern. Da muss man halt, wie gesagt, so immer ein bisschen ja, doch zurückstecken und kann nicht alles haben, wie gesagt, im Leben. Ne? Aber es geht ja weiter. Also Leute, ich bedanke mich für euren Support. Ich mache den nächsten Video, wie gesagt, so mit meinem Friseurladen, also nicht mit meinem Friseurladen, wie gesagt, so, ich grüße dich, Mehmet, wenn du mein Video siehst. Barbershop, wie gesagt, in Hengersberg, Markus 01, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Laden. Da gehe ich auf jeden Fall meine Haare schneiden. Dazu kommt jetzt der nächste Video, das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen, setze vom Laden her aus, also er hat sich gerade erweitert, einen neuen Laden bekommen und hat da richtig reingebuttert, hat den Laden richtig gut aufgebaut und da werden wir demnächst jetzt auch noch ein Video drehen. Und wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite heraus. Leute, denkt dran, ihr seid so abonnieren, like, alles, was man da so machen kann, ihr wisst, wie es abgeht. Also, ich bedanke mich und bis dahin wünsche euch schöne Feiertage. Bis dann. Ciao.